Hey Freunde, was geht? Euer Wizard wieder am Start. Heute geht es um ein Schizotalk-Thema. Und zwar mein Rückfall, die Medikamente, die ich jetzt nehme und welche Symptome ich habe. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Auf jeden Fall, was ich noch anmerken will, ich drehe das Video hier draußen in meinem schönen Vorgarten. Und ja, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch, in der Öffentlichkeit zu reden. Ich meine, es ist keiner da, aber trotzdem brauchst du das. Es ist anders, als wenn man es im Zimmer macht. Aber ich will ja wieder mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen. Und als YouTuber ist Selbstvertrauen das A und O. Und drum. Aber ich will jetzt gleich mit dem Video starten, also aufgepasst, liebe Leute. Wie kam es zu meinem Rückfall? 2023 kam ich aus Naivität, jugendlichen Leichtsinns oder einfach nur komplett bescheuerter Vollidiot wieder zu Drogen. Ich will mich nicht beleidigen, aber das ist einfach wirklich scheißdämlich gewesen, weil Drogen in der Schizophrenie, zum Beispiel Cannabis, ist wirklich richtig scheiße. Weil es hat mich wieder komplett in die Schizophrenie reinkatapultiert. Wie war das? Also ich bin wieder zu Drogen gekommen und nicht nur Cannabis, sondern auch stärkere Drogen und auch Halluzinogene, also psychoaktive Substanzen. Und das war auf jeden Fall mein Riesenfehler, weil ich wieder komplett in der Schizophrenie drin war. Ich habe auch geglaubt, dass ich die liegende 8 bin, also Gott vom ganzen Multiversum, was natürlich im Nachhinein komplett bescheuert ist. Das zu denken, irgendwie sogar schon narzisstisch, könnte man sagen. Aber einfach, 2023 war so ein richtiges Failure quasi. Ich meine, mir hat das gefallen, was ich, also die Drogenräusche haben mir gefallen und das, was ich erlebt habe am Anfang, aber ich habe halt viel Scheiße erlebt. Da werden vielleicht, ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber irgendwie habe ich jetzt immer mehr Bock drüber, dass ich doch drüber rede. Ich könnte jetzt einmal ein Beispiel nehmen, aber mache ich vorhin einen Cut. Ich hau einfach mal ein Beispiel rein, also Cut. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich tue die Beispiele nur oberflächlich ankratzen. Wenn es euch interessiert, gehen wir mal in die Tiefe. Aber zum Beispiel, dass ich Gott vom Multiversum bin. Oder war, keine Ahnung, wie man es sagen will. Und ich bin zum Beispiel verflucht worden. Ich bin immer wieder verflucht worden. Ich habe sogar in meinem Kopf die Stimmen in verschiedenen Tonlagen gehört. Ganz verrückt. Ich habe Berührungen gespürt. Das kommt dann zu Symptomen. Ich kratze jetzt lieber mal an die Oberfläche von ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel mit der Dore reden können. Das war richtig. Es war irgendwie auch sehr interessant und teilweise schön für mich und darum habe ich es so glauben wollen, dass ich drin bin. Aber jetzt am Schluss von 2023 ist es richtig negativ geworden mit Sklaverei und schlimmer als die Hölle und komplett versagt und so. Und darum bin ich echt dankbar, dass das nicht echt ist, weil das ist abnormal. Sorry, falls das mich triggert, aber ich will drüber reden. Schauen wir mal, ich mache noch einen Tag. Weil ich will nochmal an der Oberfläche kratzen und ich will schauen, ob ich welches Beispiel ich nehme. Ja. Okay, zum Beispiel, ja, ich habe mit allen reden können, sagen wir mal so, mir fällt jetzt kein tieferes Beispiel ein, dann müsste ich jetzt länger reflektieren. Es ist halt viel passiert, ich habe auf jeden Fall mit dem ganzen Multiversum reden können, bin immer wieder verflucht worden, habe kämpfen müssen. Eher mental, aber ich habe auch Zauberkräfte gehabt, ich habe alles mit einem Schnips machen können, weil ich meine Kräfte so programmiere. Es ist ziemlich abgefuckt, natürlich alles nicht echt. Und ja, keine Ahnung. Mir fällt leider kein größeres Beispiel an, was ich jetzt ankratzen will. Oder mit den Blutteufeln und so, die ich gehört habe, will ich auch noch warten. Aber ich habe halt viele Sachen gehört, viele Krankenscheiß und auch viele Sachen gesehen und Berührungen gespürt. Richtig abgefuckt. Und ja, keine Ahnung. Timeout, dann geht's weiter mit den Symptomen.
Symptome. Okay, die Symptome, die ich jetzt noch habe, das sind Restsymptome. Vielleicht bin ich auch noch in einer aktiven Phase, obwohl ich glaube, ich komme langsam aus der aktiven Phase raus. Es ist echt nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Da habe ich auch noch viel zu erzählen. Vielleicht haue ich da noch was rein, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, ich habe halt noch Halluzinationen. Ich sehe zum Beispiel Silhouetten immer wieder mal. Oder wenn ich die Augen zumache, sehe ich auch verschiedene Muster und so. Oder Fratzen, oft auch. So teuflische. Aber es wird auch schon besser. Ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Weg der Heilung, war ich schon mal, und jetzt bleibe ich auf dem Weg, weil ich habe keinen Bock mehr auf noch so einen Rückfall. Auf jeden Fall, so wichtig. Ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, aber so taktile Halluzination heißt das, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Aber die Halluzinationen, wo man Körperberührungen spürt und so, da mache ich vielleicht auch mal ein tiefgehendes Video, aber das will ich jetzt in diesem Video nicht ankratzen. Okay, hören immer wieder noch die Gedankenstimme in meinem Kopf, die freie Wild geworden. Aber ich höre nicht mehr das ganze Multiversum, das hat sich schon verbessert. Ich bin eher schon draußen aus der Schizophrenie und tue mich eigentlich auch nicht mehr so fokussieren drauf. Ich will das einfach hinter mir lassen und jetzt endlich einmal heilen, keine Drogen mehr nehmen. Drogen, ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, das Thema, aber Drogen bei Schizophrenie. Never ever did it again. Do it again, ist mir wurscht. Auf jeden Fall, nehmt keine Drogen. Das Leben ist so auch wunderschön. Man kann sich richtig schön machen. Und mit den richtigen Leuten braucht man keine Drogen. Und ja, hin und wieder Alkohol ist ja okay. Oder Zigarette. Auch nicht das Beste, wenigstens nicht psychoaktiv. Und ja, ich will wirklich nie wieder Drogen nehmen außer Alkohol und möglicherweise Nikotin. Ich habe jetzt schon über einen Monat nicht mehr geraucht. Das heißt, weiß ich nicht, ob ich irgendwann nochmal wieder zurückkomme, kann ich nicht sagen, aber fürs Erste bin ich nicht Raucher. Und ja, auf jeden Fall keine Drogen, das haut euch die Schizophrenie auch. Also wenn ihr schizophren seid, dann auf jeden Fall keine Drogen und so ist es auch nicht gescheit. Ich meine, ich verstehe die Gründe, warum man Drogen nimmt, aber es muss nicht sein, oder? Muss nicht sein. Das ist meine Meinung, weil ich sehe eure Sache. Auf jeden Fall, ich mache da jetzt einmal einen kleinen Cut, um da ein bisschen nachzudenken. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir noch zur Medikation, die ich dabei bekomme. Ich bekomme eine Trivicta-Spritze immer noch. Die alle 3 Monate, die Pro-Spritze. Dann kriege ich jetzt eine Haldol-Spritze alle 4 Wochen. Für die härteren, hartnäckigeren Halluzinationen, die festgefahren sind. Und dann noch eine halbe Leponex in der Früh und 3 Leponex vorm Schlafen gehen. Das passt derweil für mich, die Medikation. Ich habe ein paar Nebenwirkungen schon, zum Beispiel der Speichelfluss von der Leponex, von der Haldol habe ich, dass ich da ein bisschen starr bin manchmal, oder wenn ich zu lange aufbleibe, dass ich einen Stammblick bekomme. Manchmal, das ist ja halt eine Nebenwirkung. Haldol will ich eh nicht mal allzu lang nehmen, aber ich traue mich noch nicht ohne. Also ich lasse lieber noch, bis ich stabiler bin. Und ja, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Mir fällt nichts mehr ein, was ich nicht besprochen hätte. Und ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen, vielleicht ein schönes Kommentar. Auch ob ihr das wollt, vielleicht tiefer in die Psychose reingehen, wenn ich bereit dazu bin und ein paar Sachen, die ich erlebt habe, genauer beschreibe. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt es in die Kommentare, was ihr wollt. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich positives Feedback bekomme oder Feedback allgemein, falls es irgendwas zu verbessern gibt. Also ich will ja auch wachsen und dass mein Channel erfolgreich wird. Und ja, es wird jetzt auf jeden Fall wieder wöchentlich was kommen. Wahrscheinlich nur ein Video. Schauen wir mal. 2 Videos, werden wir dann sehen, weil ich musste noch ein bisschen ausarbeiten, die Pläne. Aber ja, gut, liebe Freunde, das war's. Ich wünsche euch
eine wunderschöne Woche und haut rein, Leute. Ciao.